dabei, komm mit und sei eine von uns. Wings, wenn du nur zu träumen wagst, bist du stärker als du glaubst. Und die Welt wird klein, denn du ganz zaubern. Wings, wünsch dir alles, was du magst, nur ein Lächeln und dein Tag wird ein großes, buntes Abenteuer. Du bist dabei, komm mit und sei eine von uns. Unser Zauberstrahl reicht bis in den Himmel. Such dir einen Stern aus, wir fliegen hin. Stell dir vor, Hand in Hand gegen die Mächte des Bösen. Weil wir zusammenhalten, weil wir uns so verstehen. Komm schon, du hast Flügel. Wings, wenn du nur zu träumen wagst, bist du stärker als du glaubst. Und die Welt wird klein, denn du kannst zaubern. Wings, wünsch dir alles, was du magst, nur ein Lächeln um dein Tag. Wird ein großes, buntes Abenteuer. Wings, die magischen Wings, sind wieder mal unterwegs. Im Kampf für das Gute unter dem Zeichen der Wings. Die Feen von Alphea und die Spezialisten der Rote Fontäne-Schule feiern eine Party. Die Tricks lassen sich die Gelegenheit nicht entgehen und versuchen erneut, Stellas magischen Ring zu stehlen. Aber Bloom, die sich zum ersten Mal in eine Fee verwandelt, schafft es, das Schlimmste zu verhindern. Zwischen Bloom und Brandon entwickelt sich eine ganz besondere Freundschaft. Wie soeben erwähnt, ist die Übung, die ich mir für heute überlegt habe, ziemlich schwierig. Professor Palladium, ein Moskito hat mich gerade gepiekst. Nun ja, wir sind in der Nähe eines Sumpfes und da gibt's nun mal Moskitos, also was soll's. Aber sehen Sie, wo er mich erwischt hat. Oh je. Nun, was ich eigentlich sagen wollte, diese kurzen Hosen machen mich, nein, hört mir einfach zu. Der arme Professor, Sie sollten ihm das Leben nicht so schwer machen. Wäre er selbstbewusster, würde man ihn mehr respektieren. Eine gute Fee muss in der Lage sein, auf die Stimme der Natur zu hören. Die heutige Übung zielt darauf ab, diese Fähigkeit zu trainieren. So, ihr seid bereits in Gruppen eingeteilt, also können wir gleich anfangen. Ihr habt 3 Stunden Zeit, um aus dem Schwarzschlammsumpf herauszufinden und zu der Lichtung im Glühwürmchenwald zu gelangen, ohne sich jeglicher Magie zu bedienen. Und denkt daran, hört genau auf die Stimme der Natur und folgt ihren Hinweisen. Oh. Gehen wir gleich los? Ja, die Stimme der Natur. Igitt, das ist ja total ekelhaft und schleimig. Das kannst du aber laut sagen. Dieser ganze Schlamm ist wirklich eine Zumutung. Entschuldigt bitte, ich weiß nicht, ob euch die Lage so klar ist, aber wir stecken knietief in einem, ich würde es problematisches Schlammloch nennen. Also Mädels, geht in Deckung. Ich kümmere mich um die Sache. Nein, Tegna, lass das sein. Wir sollen auf die Stimme der Natur hören. Hier riecht's komisch, was ist das? Er hat gesagt, hören, nicht riechen. Ich finde, es stinkt hier irgendwie. Es riecht nach Vollgas. Wir müssen hier raus. Na, dann wollen wir mal sehen. Ein einziger Funke und wir werden getoastet worden. Ja, Blum, du hast recht. Das war wirklich verdammt knapp. Dein Glück, Tegna. Ich hätte dir die Rechnung von meinem Schneider aufgedrückt. Endlich sind wir da weg. Mir hängt Zarathustras Unterricht zum Hals raus. Knut, du stumpfsinniger Orgel, wo bist du? Hm? Ich bin hier drin. Kann ich jetzt rauskommen? Mein Fuß ist eingeschlafen. Lass ihn raus, Darcy. Ich hab schon wieder Bohnen gegessen. Ach, schieb's nicht immer auf die blöden Bohnen. Du stinkst doch immer so viel. Wir müssen dringend ein Versteck für ihn finden, das besser belüftet ist. Du musst vorsichtiger sein, Knut. Niemand darf wissen, dass du hier bist. Die Schulregeln sind leider deutlich, was den Besitz von Ungeheuern und anderen Haustieren angeht. Mami, 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 Mami! Also, wie ich schon sagte...
wir müssen etwas vorsichtiger sein. Wir haben heute schon mal die Regeln gebrochen, als wir unsichtbar aus dem Unterricht geschlichen sind. Aber wir sind doch Hexen. Wir müssen gegen die Regeln verstoßen. Oh, und jetzt zu dir. Hast du einfach vergessen, deine Nachricht per Telepathie zu schicken oder wolltest du, dass alle davon erfahren? Entschuldigung, aber die Nachricht war wirklich dringend und ich hatte mich in der Nähe der Rote Fontäne-Schule versteckt, genau wie es befohlen war und... Und? Und ich habe gehört, dass die Spezialisten meinen Jagdtroll heute nach Magix bringen wollen, um ihn der Polizei zu übergeben. Und die stecken ihn dann bestimmt ins Gefängnis. Dieses nutzlose Vieh. Er hat es ja nicht mal geschafft, Stellas Zepter an sich zu bringen. Nutzlos und gefährlich. Er hat sich vor dem Haus eines Erdenmädchens fangen lassen, dieser Blum. Wenn sie ihn verhören, wird er quatschen und dann sind wir dran. Entspann dich, Stormy. Ich weiß einen Ausweg. Wir befreien den Troll. Diese kleine Reise nach Magix wird uns dazu dienen, ihn loszuwerden. Und zwar für immer. Weißt du was, Sky? Ich habe irgendwie ein komisches Gefühl, als ob demnächst was passieren wird. Etwas Lustiges oder etwas Schlimmes? Ich weiß nicht, irgendwas. Bleibt ganz cool, Jungs. Wie ihr seht, habe ich unser Flugzeug bestens unter Kontrolle. Oh ja? Logo, und in Zukunft kannst du Captain zu mir sagen. Und, ist alles klar da hinten? Alles klar, der Gefangene verhält sich ruhig. Ups, da habe ich mich vielleicht zu früh gefreut. Was war das? Es kommt von draußen, irgendwas ist da, ich sehe aber nichts. Was redest du denn da? Das ist absolut unmöglich. Die Sensoren haben nichts auf dem Bildschirm. Ein Flugzeug! Von der Rote Fontäne-Schule! Da müssen wir hin! Schnell, sie brauchen vielleicht Hilfe! Ist alles in Ordnung? Das sieht man ja wohl, oder? Ah. Ja, uns geht's gut. Vielen Dank. Oh nein! Wo ist der Troll? Er ist abgehauen! Was, ein Troll? Kann er nur, habt ihr einen Troll dabei? Ihr habt einen Troll an Bord gehabt und dann lasst ihr so ein Monster entkommen? Quatsch, wir haben niemanden entkommen lassen. Es gab eine Störung an Bord, wir haben an Höhe verloren und... Eine mechanische Fehlfunktion. Na, wir müssen uns jedenfalls keine Sorgen machen, er ist ja gefesselt. Hä? Oh, Riven, guck mal, was ich hier im Schlamm gefunden habe. Oh nein, das ist doch schön. Sag mal, was macht ihr hier eigentlich? Wir machen hier eine Exkursion, Brandon. Dann kümmert euch mal wieder um eure Aufgaben und macht euch keine Sorgen um gar nichts. Überlasst das den Spezialisten. Die Spezialisten wollen herkommen, wann denn? Wir stehen genau vor dir, du kleines dummes Ding. Was Riven sagen wollte, ist, dass es vielleicht sicherer wäre, wenn ihr nach Alfea zurückkehrt, während wir versuchen, diesen Troll wieder einzufangen. Wir brauchen deine guten Ratschläge nicht. Eure Hoheit. Und wir brauchen niemanden, der uns sagt, was wir tun sollen. Wir können auf uns selber aufpassen. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Aber sagt nachher nicht, dass wir euch nicht gewarnt hätten. Kommt jetzt, Jungs, an die Arbeit. Wir müssen einen Troll jagen. Na, er ist ja ein toller Held. Vielleicht sollten wir trotzdem versuchen, den Jungs bei der Suche zu helfen. Nein, ich glaube, das ist keine so gute Idee. Ich finde, wir sollten uns wieder an unsere Aufgabe machen und die Lichtung suchen. Wir kennen doch alle den Troll. Er ist echt gefährlich. Sky und die anderen könnten in mega Schwierigkeiten geraten. Ist ja gut, du hast mich schon überredet. Also eins ist mal ganz klar. Irgendwas Merkwürdiges ist hier im Gange. Habt ihr das Loch im Rumpf gesehen? Das Flugzeug wurde abgeschossen. Dann hat wahrscheinlich jemand dem Troll geholfen, sich zu befreien. Ja, sieht ganz danach aus. Wenn das so ist, haben wir ja wohl keine andere Wahl. Der Einschlag hat den Stabilisator neutralisiert. Und wer dafür verantwortlich ist, hat sich auch gleich um die Handschellen gekümmert. Das ist ein mentales Schloss. Um es zu öffnen, braucht man übersinnliche Kräfte. Hey Leute, seht mal, hier ist der Troll langgelatscht. Fällt euch was auf? Hey, wow, die Füße von dem Typen sind so groß wie ein Ozeandampfer. Aber sie hinterlassen irgendwie seltsame Spuren. Da hinten werden sie immer undeutlicher und dann verschwinden sie plötzlich ganz. Obwohl der Boden total matschig ist. Hast du eine Erklärung dafür? Naja, vielleicht hat der Troll eine magische Blitzdiät gemacht. Das Vieh ist offensichtlich weggeschwebt. Vielleicht sind ihm auf dem Weg zum Waldrand Flügel gewachsen. Für mich hört sich das ganz nach einem Flugzauber an. Ja, aber Trolle können nicht zaubern. Das heißt, jemand muss ihm geholfen haben. Wir sollten vorsichtig sein. Wer weiß, was sich in diesem Sumpf verbirgt. Also, weiter geht's.
Ich hatte mir die Suche leichter vorgestellt. Der Troll könnte überall stecken, den finden wir doch nie. Die Stille ist echt gruselig. Der Sumpf verschluckt alle Geräusche. Das ist doch gut, so können wir uns besser konzentrieren. Dann ist es leichter, auf die Stimme der Natur zu hören. Ach, nicht die schon wieder. Ich höre überhaupt nichts. Und? Hat dir Mutter Natur einen Tipp gegeben? Ich würde da lang gehen. Wieso? Was ist da? Ich bin auch nicht so scharf auf den Dschungel, aber mein Gefühl sagt mir, dass das der richtige Weg ist. Ja, ich spüre es auch. Das ist der richtige Weg. Nicht so müde, weiter geht's. Hoffentlich bereuen wir das nicht. Hey, die Äste hier sind lebendig. Das kann gar nicht sein, Reven. Kein einziges Tier könnte in dieser Umgebung überleben. Und wieso nicht? Ganz einfach, es gibt hier kein Futter für sie. Bist du dir sicher, dass die Theorie stimmt? Absolut. Obwohl, langsam bekomme ich doch so meine Zweifel. Oh. Hilfe! Ihr müsst ganz still sein. Diese Pflanzen sind was Besonderes. Sie heißen Ruigus carnivorus. Sie hassen Lärm. Ach, wirklich? Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Seht ihr? Ich wusste es. Nichts passiert. Halt still. Da hast du den Salat. Und ab jetzt herrscht die Funkstille, klar? Hilfe! Halt die Klappe, Timmy. Ich kann nicht denken, wenn du so brüllst. Ah, da seid ihr ja. Ja, ganz richtig. Flüstert ihr nur. Wir wollen ja schließlich den Verdauungsprozess dieser süßen Pflänzchen nicht stören. Sprich gefälligst ein bisschen leiser, du Dummkopf. Alles in Ordnung, ihr kleinen Pflanzen. Ihr könnt euch wieder beruhigen. Blum, ich freue mich wirklich sehr, dich wiederzusehen. Ihr könnt jetzt wieder in normaler Lautstärke reden. Wir sind außer Gefahr. Es wäre wahrscheinlich besser, wenn wir alle zusammen nach dem Troll suchen. Was meint ihr dazu? Wie gesagt, ich bin dabei. Ich arbeite nicht mit Feen in einem Team. Dann ziehst du eben allein los, Kumpel. Und solltest du den Troll finden, sag uns einfach schnell Bescheid. Jetzt haben wir nicht nur die Feen an der Backe, sondern auch noch Timmy, den Bewegungsidioten. Riven, jetzt gehst du wirklich zu weit. Ach komm, du bist doch nur Prinz Geißler Kai Brandon. Warum hältst du nicht die Klappe und mistest lieber die Stelle aus? Du bist ja so ätzend, Riven. Na und? Was willst du dagegen machen, Stallbursche? Du fliegst aus dem Team, Kumpel. Alles klar? Ist ja schon gut. Lasst uns den Troll suchen. Hey, die da sieht gut aus. Danke. Ich will ja keine Panik verbreiten, aber ich glaube, diese Torfstücke bewegen sich. Ich habe genau das Gleiche gedacht, Stella. Ihr habt keine Gleichgewichtsstörung. Die Torfstücke bewegen sich tatsächlich. Gut aufpassen. Was geht denn hier ab? Tja, da vorne ist ein Strudel. Wir müssen schleunigst hier raus. Das wird gefährlich. Oh, vielen Dank, Sky. Passt bloß auf, dass ihr nicht ins Wasser fallt, Leute. Wir dürfen unter keinen Umständen in den Strudel geraten. Riven! Ich hab dich gut festhalten, Riven. Lass mich bitte nicht los. Ich hab sie. Kann mir einer helfen? Sie rutschen mir gleich weg. Beeilt euch! Kommt, Leute. Wir müssen weiter. Ein Troll wartet auf uns. Wir haben schon viel zu viel Zeit verloren. Da vorne ist er. Das ist Emeril. Die Feen aus Alfea sind in Gefahr.
Sie sitzen in der Falle. Wir müssen irgendwas unternehmen, bevor der Troll durchdreht und sie platt macht. Wir müssen schnell und effektiv vorgehen. Erster Schritt, die Mädchen werden den Troll ablenken. Ich hoffe, dein Plan beinhaltet auch einen Schritt 2. Natürlich. Brandon und Timmy nehmen ihn in die Zange, dann kommen Riven und ich und legen ihm blitzschnell die Handschellen an. Irgendwelche Einwände? Also gut, fangen wir an. Hey, du Fettsack! Erinnerst du dich noch an uns? Fang uns doch, du Riesenschlumpf! Nun mach schon! So, und jetzt schnell! Worauf wartet ihr denn? Legt ihm die Dinge an! Leichter gesagt als getan! Beeilt euch doch, Jungs! Ich kann ihn nicht länger halten! Na toll, wir haben ihn schon wieder verloren. War ja echt ein super Einsatz, Timmy. Ihr seid also die Spezialisten, ja? Spezialisten im Versagen, oder was? Das ist der Dank für Ihre Rettung. Brandon! Oh, Bloom, du bist es. Weißt du was? Auch wenn euch der Troll wieder entwischt ist, du hast trotzdem verdammt gute Arbeit geleistet. Das ist wirklich lieb von dir, aber du weißt, dass das nicht stimmt. Immerhin habt ihr diese undankbaren Feen vor dem Troll gerettet. Bloom, deine Freundin lag gar nicht so daneben mit ihrer Einschätzung. Wir sind keine Spezialisten, wir sind ein Haufen Greenhorns. Aber... Das Einzige, was wir wirklich bis zur Perfektion beherrschen, ist uns zu streiten. Jetzt schieb nicht mir die Schuld in die Schuhe, Sky. Du hast doch Timmy die Handschellen angelegt. Was? Die Handschellen waren dein Job. Meiner? Schluss jetzt, das reicht! Wenn wir als Team nicht funktionieren, schaffen wir es nie, den Troll zu fangen. Aber... Er hat recht. Wir müssen besser zusammenarbeiten, sonst bringen wir die Sache nie zu Ende. Versuchen wir es nochmal? Von mir aus. Ich wusste es. Riven und ich haben Waffenstillstand geschlossen. Ewiger Friede wäre mir zwar lieber gewesen, aber damit kann ich auch gut leben. Ja klar, ich krieg eine Krise. Du musst mal lernen, cool zu bleiben, Stormy. Wir haben doch alles unter Kontrolle. Aber vielleicht hat er sich verlaufen. Unmöglich. Wenn ein Troll eine Spur aufnimmt, verliert er sie nie. Oder er ist im Treibsand stecken geblieben. Aber unser Anti-Schwerkraft-Zauber, der hätte ihn ja wohl oben gehalten, oder? Ob er durch den Zauber die Spur verloren hat? Aber ich brüte nie einen Plan aus, der nicht perfekt ist. Ekliges Piepsding. Seht mal, wer da kommt. Na endlich, du hast den Weg zu deinen Meisterinnen gefunden. Du hast uns gedient und wir haben dir die Freiheit geschenkt. Aber jetzt wird es Zeit, dass du in der Versenkung verschwindest. Mach's gut, Troll. Unser Geheimnis verschwindet mit dir. Ausgeführt. Gut, dann zurück zum Wolkenturm. Und, hast du wieder was gehört? Ich höre kein richtiges Geräusch. Ich habe eher so ein Gefühl. Sowas kann man nicht mit den Ohren hören. Du spürst es hier drinnen. Habe ich richtig verstanden? Du spürst, dass das der richtige Weg ist? Vertrau ihr. Ich habe gelernt, dass Blums Gefühl in diesen Situationen unschlagbar ist. Hier ist der Weg zu Ende. Und jetzt? Hier ist doch keiner. Ich weiß nicht, was los ist. Ich spüre überhaupt nichts. Ich nehme eine negative Energie auf der Lichtung hier wahr. Ja, das merke ich auch. Als hätte jemand vor kurzem einen bösen Zauber angewendet. Jemand hat mit einem Zauber den Troll verschwinden lassen. Also, zuerst helfen Sie ihm zu entkommen, dann locken Sie ihn in den Sumpf und lassen ihn kurzerhand verschwinden. So kann es gewesen sein, aber wer würde sowas machen? Hast du was Interessantes gefunden, Bloom? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht täusche ich mich ja, aber die Federn kommen mir irgendwie bekannt vor. Euch auch? Icys Ente! Und was hat Icy mit dieser Geschichte zu tun? Ich habe nicht die geringste Ahnung, aber ich würde es gerne herausfinden. Hm.
Also, wenn es euch nichts ausmacht, ziehen wir jetzt los und verabschieden uns hier von euch. Hm? Oh. Ach, das geht schon. Wir kommen auch alleine klar. Tschüssi. Bis bald. Ich habe euch während der heutigen Übung beobachtet. Und obwohl ihr als letzte Gruppe ins Ziel gekommen seid, bin ich sehr zufrieden mit euch. Was? Ihr habt Mut bewiesen, sowie Eigeninitiative, Hilfsbereitschaft und eine beeindruckende Entschlusskraft an den Tag gelegt. Aber im Angesicht des chaotischen Ablaufs würde ich sagen, wir wiederholen die Übung nächste Woche und benoten sie erst dann. Das ist nicht fair, dann haben wir uns ganz umsonst abgerackert. Umsonst würde ich nicht sagen, Miss Emeril. Einige von euch haben heute eine Menge gelernt. Diese ganze Mission war ein totaler Reinfall. Du hast recht, wir haben den Troll verloren. Aber eine tolle Erfahrung war es trotzdem. Das stimmt, Prinz Guy. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich mich als Teil einer Gruppe gefühlt. Wisst ihr, was heute passiert ist? Wir sind zu einem echten Spezialistenteam zusammengewachsen. Ja, genau. Aber Leute, tut mir einen Gefallen und hört auf, mich Prinz zu nennen. Ich fühle mich dann immer so alt. Stella, bist du wach? Ja. Alles gut hier bei dir? Ja, Blumen, gute Nacht. Dann schlaf schön. Gute Nacht, Sky. Von Alfea und die Spezialisten der Rote Fontäne-Schule feiern eine Party. Die Tricks lassen sich die Gelegenheit nicht entgehen und versuchen erneut, Stellas magischen Ring zu stehlen. Aber Bloom, die sich zum ersten Mal in eine Fee verwandelt, schafft es, das Schlimmste zu verhindern. Zwischen Bloom und Brandon entwickelt sich eine ganz besondere Freundschaft. Wie soeben erwähnt, ist die Übung, die ich mir für heute überlegt habe, ziemlich schwierig. Professor Palladium, ein Moskito hat mich gerade gepiekst. Nun ja, wir sind in der Nähe eines Sumpfes und da gibt's nun mal Moskitos, also was soll's. Aber sehen Sie, wo er mich erwischt hat. Oh je. Nun, was ich eigentlich sagen wollte,
Diese kurzen Hosen machen mich, nein, hört mir einfach zu. Der arme Professor, Sie sollten ihm das Leben nicht so schwer machen. Wäre er selbstbewusster, würde man ihn mehr respektieren. Eine gute Fee muss in der Lage sein, auf die Stimme der Natur zu hören. Die heutige Übung zielt darauf ab, diese Fähigkeit zu trainieren. So, ihr seid bereits in Gruppen eingeteilt, also können wir gleich anfangen. Ihr habt 3 Stunden Zeit, um aus dem Schwarzschlammsumpf herauszufinden und zu der Lichtung im Glühwürmchenwald zu gelangen, ohne sich jeglicher Magie zu bedienen. Und denkt daran, hört genau auf die Stimme der Natur und folgt ihren Hinweisen. Gehen wir gleich los? Ja, die Stimme der Natur. Igitt, das ist ja total ekelhaft und schleimig. Das kannst du aber laut sagen. Dieser ganze Schlamm ist wirklich, wirklich eine Zumutung. Entschuldigt bitte, ich weiß nicht, ob euch die Lage so klar ist, aber wir stecken knietief in einem, ich würde es problematisches Schlammloch nennen. Also Mädels, geht in Deckung. Ich kümmere mich um die Sache. Nein, Tegna, lass das sein. Wir sollen auf die Stimme der Natur hören. Hier riecht's komisch, was ist das? Er hat gesagt, hören, nicht riechen. Ich finde, es stinkt hier irgendwie. Es riecht nach Vollgas. Wir müssen hier raus. Na, dann wollen wir mal sehen. Ein einziger Funke und wir wären getoastet worden. Ja, Blum, du hast recht. Das war wirklich verdammt knapp. Dein Glück, Tegna. Ich hätte dir die Rechnung von meinem Schneider aufgedrückt. Endlich sind wir da weg. Mir hängt Zarathustras Unterricht zum Hals raus. Knut, du stumpfsinniger Orgel, wo bist du? Hm? Ich bin hier drin. Kann ich jetzt rauskommen? Mein Fuß ist eingeschlafen. Lass ihn raus, Darcy. Ich hab schon wieder Bohnen gegessen. Ach, schieb's nicht immer auf die blöden Bohnen. Du stinkst doch immer so viel. Wir müssen dringend ein Versteck für ihn finden, das besser belüftet ist. Du musst vorsichtiger sein, Knut. Niemand darf wissen, dass du hier bist. Die Schulregeln sind leider deutlich, was den Besitz von Ungeheuern und anderen Haustieren angeht. Mami! Also, wie ich schon sagte... Wir müssen etwas vorsichtiger sein. Wir haben heute schon mal die Regeln gebrochen, als wir unsichtbar aus dem Unterricht geschlichen sind. Aber wir sind doch Hexen. Wir müssen gegen die Regeln verstoßen. Oh, und jetzt zu dir. Hast du einfach vergessen, deine Nachricht per Telepathie zu schicken oder wolltest du, dass alle davon erfahren? Entschuldigung, aber die Nachricht war wirklich dringend und ich hatte mich in der Nähe der Rote Fontäne-Schule versteckt, genau wie es befohlen war und... Und ich habe gehört, dass die Spezialisten meinen Jagdtroll heute nach Magix bringen wollen, um ihn der Polizei zu übergeben. Und die stecken ihn dann bestimmt ins Gefängnis. Dieses nutzlose Vieh. Er hat es ja nicht mal geschafft, Stellas Zepter an sich zu bringen. Nutzlos und gefährlich. Er hat sich vor dem Haus eines Erdenmädchens fangen lassen, dieser Blum. Wenn sie ihn verhören, wird er quatschen und dann sind wir dran. Entspann dich, Stormy. Ich weiß einen Ausweg. Wir befreien den Troll. Diese kleine Reise nach Magix wird uns dazu dienen, ihn loszuwerden. Und zwar für immer. Weißt du was, Sky? Ich habe irgendwie ein komisches Gefühl, als ob demnächst was passieren wird. Etwas Lustiges oder etwas Schlimmes? Ich weiß nicht, irgendwas. Bleibt ganz cool, Jungs. Wie ihr seht, habe ich unser Flugzeug bestens unter Kontrolle. Oh ja? Logo, und in Zukunft kannst du Captain zu mir sagen. Und, ist alles klar da hinten? Alles klar, der Gefangene verhält sich ruhig. Ups, da habe ich mich vielleicht zu früh gefreut. Was war das? Es kommt von draußen, irgendwas ist da, ich sehe aber nichts. Was redest du denn da? Das ist absolut unmöglich. Die Sensoren...